Gute Tim, 3:1 Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers. Wie gelang der Sieg gegen den Tabellenersten? Wir waren sehr mutig. Vieles, was wir uns vorgenommen haben, ist sehr, sehr gut aufgegangen. Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt, hatten im eigenen Ballbesitzspiel ein sehr zielstrebiges Spiel nach vorne mit tollen Aktionen. Dann natürlich drei absolute Traumtore vom Ono, kommt viel zusammen, aber ein sehr, sehr guter Auftritt. Ja, du sagst es, drei Tore von Ono. War das dann letztendlich dieser Sieg eine Einzelleistung oder doch eine Teamleistung? Nee, auf keinen Fall. Also ich möchte jetzt nicht die Tore vom Ono schmälern, aber insgesamt haben wir als Team einen richtig, richtig guten Auftritt hingelegt. Ja, dabei waren ja einige Spieler verletzt bzw. gesperrt, unter anderem das Stürmer-Duo aus den vorangegangenen Spielen war gesperrt. Warum hat das Zusammenspiel dann trotzdem so gut geklappt? Ja, wir haben richtig gute Qualität auch in der Breite des Kaders, das wissen wir. Es war halt eben in der Vergangenheit so, dass wir extrem viele Ausfälle hatten, wo natürlich dann irgendwann die Breite dann irgendwann auch mal rum ist. Und das hat uns in der Hinrunde ja auch sehr, sehr oft sehr wehgetan. Und jetzt war es eben so, dass wir auch aus der zweiten Garde oder Jungs, die vermeintlich die letzten Wochen nicht so viel gespielt haben, dann ihre Chance bekommen haben, diese dann auch sehr, sehr gut genutzt haben. Ja, am Sonntag geht es weiter gegen Aalen, um genau zu sein, ein vermeintlich einfacherer Gegner mit lediglich 3 Punkten aus den vergangenen 7 Spielen. Kann man da wieder so eine überzeugende Leistung abrufen? Ja, einfacher Gegner gibt's nicht. Ich glaube, du hast jetzt auch nochmal eine andere Drucksituation wieder auf beiden Seiten. Wieder purer Abstiegskampf. Stuttgarter Kickers natürlich, auch wenn wir aktuell jeden Punkt brauchen, war es trotzdem ein Stück weit eher Bonusspiel als natürlich in Aalen ist. Aalen hat jetzt auch nochmal einen Trainer gewechselt. Ich glaube, Aalen hat jetzt mit den nächsten 2 Spielen auch nochmal so alles oder nicht Spiele, nenne ich mal. Also da erwartet uns sicherlich ein anderes Spiel, ein anderes Fußballspiel. Aber wenn wir mit der kämpferischen Leistung wieder an den Tag gehen, wieder so im Kollektiv und auch im eigenen Ballbesitzspiel, da den einen oder anderen ordentlichen Angriff nach vorne vorantragen, dann kann das auch wieder interessant werden. Dann ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank dir für das Gespräch. Gute Ono, eigentlich war es ja schon letzte Woche da, ungewöhnlich, dass wir Spieler zweimal hintereinander nehmen, aber bei dem Spiel würde ich sagen, ist es kein Wunder, 3 Tore hast du geschossen. Was war da bitte los? Boah, was war da los? Erstmal danke dafür und ja, war natürlich ein unvergessliches Spiel für mich. Das war 3 Tore gegen Tabellenführer, macht man nicht alle Tage und ja, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, alle 3 Tore waren natürlich sehr schön, aber vor allem das 1:0 würde ich behaupten, wieder sehr sehenswert. Auch diesmal wieder die Frage, wolltest du den so? Ich sag jetzt ja, ich sag immer wieder ja. Nein, ja, ich probiere es oft. Ich probiere es oft und momentan gelingt das mir und darüber bin ich sehr froh. Ja, ich würde mal behaupten, generell lief es jetzt in den letzten Spielen ganz gut für dich. Wie erklärst du dir den aktuellen Lauf? Ich muss sagen, wir als Mannschaft haben uns auch gefestigt. Das tut mir natürlich persönlich auch gut. Wir spielen guten Fußball, unser Matchplan geht auf vom Trainerteam und ja, das kommt dann alles dazu und dann fällt es mir natürlich auch leichter, meine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Ja, am Sonntag hast du ja die Chance, wieder deine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Da geht es nämlich gegen Aalen. Darf man da wieder auf Tore von dir hoffen? Und wenn ja, aus wie vielen Metern triffst du diesmal? Ich hoffe, eigentlich die Meter sind relativ egal, wer die Tore macht auch. Ich gebe natürlich mein Bestes und gucken wieder, was dabei rumkommt. Dann viel Erfolg dabei und Glückwunsch nochmal zu den 3 Toren. Alles klar, danke. Gute Noah, Glückwunsch zum 3:1-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers. Wie groß ist die Freude nach dem Sieg? Ja, Gute. Wir freuen uns sehr. Ich denke, viele haben nicht mal damit gerechnet. Aber wir waren gut eingestellt. Wir wussten, wie wir die Kickers schlagen können. Und ja, wir freuen uns sehr über die 3 Punkte. Die brauchen wir. Jetzt hast du es ja schon angeschnitten. Stuttgarter Kickers, die sind aktuell Tabellenführer. Man selbst war ja eigentlich ziemlich dezimiert. Einige verletzt, ein paar gesperrt. Habt ihr da selbst vor den Spielern den Sieg geglaubt? Ja, du hast recht. Leider haben ein paar Spieler gefehlt durch Sperren oder Verletzungen. Aber wir haben auf jeden Fall dran geglaubt, wie ich schon gesagt habe. Wir waren gut eingestellt, wir wussten, wie wir spielen müssen, wo wir sie treffen können. Und ich denke mal, unser Matchplan ist genau aufgegangen. Es hat auch natürlich auch viel unsere Karten gespielt mit den Traumtoren von Ono. Ich freue mich sehr für ihn. Und ja, letztendlich war es, denke ich, ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Ja, ein Tor hat man kassiert, vor allem unter der Prämisse, dass man gegen den Tabellenersten gespielt hat, würde ich behaupten, ist man recht dominant aufgetreten und verhältnismäßig wenig zugelassen. Wie zufrieden bist du mit quasi deinen Kollegen aus der Defensive oder mit dem Defensivverbund generell und wird man auch gegen Aalen hinten wieder so sicher stehen können? Ja, also ich stimme dir zu. Ich habe mir das Spiel auch nochmal in voller Länge angeschaut. Ich denke, wir waren dominant. Wir hatten sehr viele Offensivaktionen.
Wir haben hinten relativ wenig zugelassen. Mich ärgert als Verteidiger natürlich trotzdem, dass wir das Gegentor bekommen haben. Ich würde immer lieber zu Null spielen. Jetzt haben wir aber noch 4 Spiele Zeit und gegen Alms das erste, wo wir alles daran setzen werden, zu Null zu spielen und 3 Punkte zu holen. Dann ganz viel Erfolg dabei natürlich und vielen Dank dir für die Analyse. Dankeschön.